Erste Asphaltschichten. Asphaltschichten und ihre Aufgaben. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen sind Asphaltbefestigungen in verschiedenartige Schichten unterteilt: Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht. Jede Schicht hat ihre spezielle Aufgabe und liefert entsprechend ihrer Dicke und Lage ihren Anteil zur Tragfähigkeit der Gesamtbefestigung. Dabei sollen alle Schichten zu einem kompakten Baukörper verbunden sein. Das liegt auch im Interesse einer langen Nutzungsdauer. Zweite Asphalttragschichten. Asphalttragschichten, selten auch als Betonkies oder Bitumenkies bezeichnet, werden als erste gebundene Asphaltschicht im Straßenoberbau eingebaut und übernehmen die tragende Funktion des befestigten Asphaltpaketes. Sie liegen auf einer weiteren ungebundenen Tragschicht, zum Beispiel Frostschutzschicht oder einer eventuell hydraulisch gebundenen Tragschicht. Zum Beispiel Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln bzw. bei entsprechenden Bauweisen direkt auf dem Planum. Die Asphalttragschicht wird in aller Regel mit der Fahrbahndecke, bestehend aus Binder- und Deckschicht oder nur mit einer Deckschicht, überbaut. Asphalttragschichten geben der Binder- und/oder Deckschicht eine gleichmäßige, standfeste Unterlage. Während der Nutzungsdauer bei sachgerechter Herstellung bis zu 50 Jahre sollen sie im festen Verbund mit Binder- und Deckschicht die Verkehrslasten abtragen und so auf die Unterlage verteilen, dass die gesamte Straßenbefestigung keinen Schaden nimmt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Mindestdicke von 8 cm erforderlich. Beim Überbauen alter unebener Fahrbahnbefestigungen sollten in Ausgleichsschichten 6 cm Dicke an Einzelstellen nicht unterschritten werden. 3. Asphaltbinderschichten. Eine Asphaltbinderschicht wird bei stärker belasteten Straßen, Belastungsklassen BK100 bis BK3,2, zwischen der darunterliegenden, grobkörnigen Asphalttragschicht und der darüberliegenden, feinkörnigen Asphaltdeckschicht eingebaut. Sie überträgt die durch den Verkehr verursachten Kräfte, darunter besonders die Schubkräfte, in die unteren Schichten der Straße und verhindert Verformungen. Ursprünglich wurde die Binderschicht zur Bindung von ungebundenen Tragschichten genutzt, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Von dieser Nutzung leitet sich der Name der Binderschicht ab. Bei geringer belasteten Straßen Bauklassen F bis VI wird Asphaltbinder 0/11 zum Profilausgleich verwendet. Das erleichtert den Einbau einer gleichmäßig dicken Deckschicht mit der benötigten Ebenheit. 4. Asphaltdeckschichten. Asphaltdeckschichten, selten auch als Verschleißschichten bezeichnet, sind die obersten, direkt beanspruchten Schichten der Asphaltbefestigungen. Sie unterliegen den unmittelbaren Einwirkungen des Verkehrs, der Witterung und der Auftaumittel. Die dort für Deckschichten vorgesehene einheitliche Dicke von 4 cm ist nicht für alle Mischgutsorten zweckmäßig. Sehr grobkörnige Mischgutsorten sollten dicker, sehr feinkörnige können dünner eingebaut werden. Faustregel: Mindesteinbaudicke ist gleich Größtkorn mal 2,5. Da die Asphaltdeckschicht speziell für die Abnutzung durch den täglichen Verkehr vorgesehen ist, sollte sie in regelmäßigen Abständen im Rahmen eines sogenannten Deckenbauprogrammes erneuert werden, um die Straße zu erhalten. 5. Für weitere Informationen zu allen anderen Asphaltarten folgen Sie bitte diesem Link. 6. Asphalttragschichten. Aufgaben der Asphalttragschichten. Im Rahmen der Bauausführung sollen sie die Unterlage schnell und wirksam gegen Niederschläge schützen, um deren Tragfähigkeit zu erhalten. Den folgenden Schichten sollen sie eine gleichmäßige, standfeste Unterlage bieten. Während der Nutzungsdauer sollen sie im festen Verbund mit Asphaltbinder und Deckschicht die Verkehrskräfte abtragen und gleichmäßig auf die Unterlage verteilen.
7. Asphalttragschichten. Die Schichtdicke ist so zu wählen, dass trotz der unvermeidbaren Unebenheiten und Schwankungen der Tragfähigkeit der Unterlage die geforderte Verdichtung an jeder Stelle erreicht wird. Die ZTV Asphalt 07 sehen deshalb eine Mindestdicke von 8 cm vor. Beim Überbauen alter unebener Fahrbahnbefestigungen zur Profilverbesserung sollen gemäß den ZTV BASTB 09 Tabelle 3 bestimmte Mindesteinbaudicken in Abhängigkeit vom Größtkorn auch an Einzelstellen nicht unterschritten werden. Bei Schichtdicken über 16 cm kann in zwei Lagen eingebaut werden. Die STO regeln die Schichtdicken der Asphalttragschichten in Abhängigkeit von der Art und der Tragfähigkeit der Unterlage sowie von der Verkehrsbelastung. Nach weltweiten Erfahrungen und Forschungsergebnissen hat die Gesamtdicke der schubfest verbundenen Asphaltschichten den größten Einfluss auf die Nutzungsdauer. Fahrbahnbefestigungen mit dicken Asphalttragschichten RSTO Zeile 1 haben sich als besonders langlebig und damit wirtschaftlich erwiesen. Untersuchungen ergaben, dass nach den vorgenannten Kriterien geplante und ordnungsmäßig hergestellte Asphalttragschichten selbst nach über 50 Jahren Nutzungsdauer keine Schäden aufweisen. 8. Asphaltbinderschichten. Bei stärker belasteten Straßen A-Belastungsklasse BK3,2, bei vollgebundenem Oberbau und bei besonderen Beanspruchungen Ab-Belastungsklasse BK1,8 wird zwischen der Asphalttragschicht und der A. Aufgaben der Asphaltbinderschichten. Sie sollen noch vorhandene Unebenheiten der Asphalttragschichten verringern und so die Herstellung der Asphaltdeckschichten in gleichmäßiger Dicke mit der erforderlichen Ebenheit ermöglichen. Vor allem aber sollen sie die in diesem Bereich der Fahrbahnbefestigung besonders hohen Schubspannungen aus Verkehr aufnehmen und Verformungen verhindern. Dazu müssen sie verformungs- und ermüdungsbeständig zusammengesetzt und ausreichend hoch verdichtet sein. Asphaltdeckschicht eine Asphaltbinderschicht angeordnet. 9. Asphaltbinderschichten. Die Schichtdicken müssen unter Berücksichtigung des Größtkornes an jeder Stelle eine einwandfreie Verdichtung ermöglichen. Die ZTV Asphalt 07 geben materialgerechte Schichtdicken mit 5,0 bis 6,0 cm für Asphaltbinder AC16BN. 5,0 bis 9,0 cm für Asphaltbinder AC16BS und 7,0 bis 10,0 cm für Asphaltbinder AC22BS an. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung soll auf jeden Fall beachtet werden, dass die in den ZTV Asphalt 07 festgelegten Mindestdicken nicht unterschritten werden. Besser jedoch ist, die in der Tabelle 9 empfohlenen Schichtdicken anzuwenden. Diese Mehrdicke wird durch eine entsprechende Minderdicke der Asphalttragschicht ausgeglichen. Dies ist gemäß den RSTO auf jeden Fall möglich, die Mindestdicke der Asphalttragschicht von 8 cm darf aber nicht unterschritten werden. 10. Asphaltdeckschichten. Asphaltdeckschichten sind die obersten, besonders stark beanspruchten Schichten der Asphaltbefestigungen. Sie unterliegen den unmittelbaren Einwirkungen des Verkehrs, der Witterung und der Auftaumittel. Aufgaben der Asphaltdeckschichten. Als Nutzschicht sollen sie dem Verkehr eine dauerhaft verkehrssichere und gut befahrbare bzw. begehbare Oberfläche bieten. Als Dichtungsschicht sollen sie die unteren Schichten gegen unmittelbare Einwirkungen von Verkehr und Witterung abschirmen. 11. Asphaltdeckschichten. Wichtig: Witterungsbeständigkeit durch frostbeständige Gesteinskörnungen, ausreichend dicke Bindemittelfilme und niedrigen Hohlraumgehalt. Verschleißfestigkeit, Verformungs- und Ermüdungsbeständigkeit durch die Kombination von standfesten Korngerüsten und ausreichend dicken Bindemittelfilmen. Verkehrssicherheit durch gute dauerhafte Ebenheit, Grifflichkeit und gegebenenfalls die Verwendung heller Gesteinskörnungen.
Umweltfreundlichkeit durch möglichst geräuscharm befahrbare Oberflächen und den Einsatz von gewässerverträglichen und wiederverwendbaren Baustoffen bei der Herstellung aller Asphaltschichten. Gestaltbarkeit in weiten Grenzen, Struktur, Textur, Farbe, Form, siehe Abschnitt 11 im Teil Bautechnik. Die Schichtdicke wird in den ZTV-Asphalt geregelt. Sehr grobkörniges Asphaltmischgut minus 16 mm soll dicker, sehr feinkörniges Asphaltmischgut dünner eingebaut werden. Vergleiche. Auch Hinweis zu den Asphaltbinderschichten sowie Tabelle 9. 12. Asphaltmischgutarten und Sorten mit ihren vorgeschriebenen Schichtdickenbereichen und den für die Leistungsbeschreibung empfohlenen Schichtdicken. 13. Baustoffe und Baustoffgemische. Asphalt ist ein Gemisch aus Gesteinskörnungen und Bitumen als Bindemittel, das je nach Zusammensetzung einen Unterschiedsraumanteil enthält. Durch Variation seiner Komponenten nach Art und Menge kann der Asphalt mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt werden und ist damit den jeweiligen Anwendungsfällen in weitem Maße anzupassen. Gesteinskörnungen. Grobe Gesteinskörnungen über 2 mm. Feine Gesteinskörnungen minus 2 bis 0,063 mm und Flak kleiner 0,063 mm. Bindemittel. Bitumen. 70/100, 50/70, 30/45, 20/30. Polymermodifizierte Bitumen PMB. 45/80 minus 50 A, 25/55 minus 55 A, 10/40 minus 65 A, 40/100 minus 65 A. Sternchen. Für weitere Informationen zu allen anderen Asphaltarten folgen Sie bitte diesem Link. 14. Asphaltmischanlage. Asphaltmischanlage. Der Großteil des eingebauten Asphalts wird in Asphaltmischanlagen hergestellt. Eine Anlage kann dabei je nach Erfordernis entweder stationär oder mobil ausgeführt sein. Ihre Leistungsfähigkeit bewegt sich im Bereich von 130 Tonnen bis 350 Tonnen Mischgut pro Stunde. Des Weiteren ist es möglich, dem Herstellungsprozess ausgebauten Asphalt beizugeben und so wieder zu verwerten. Die Herstellung des Mischgutes erfolgt in einem elektronisch gesteuerten Prozess, in welchem die einzelnen Bestandteile des Asphaltmischgutes gezielt zusammengesetzt und vermischt werden. Hierfür werden zunächst die Gesteinskörnungen in vordosierter Menge der Trockentrommel zugegeben. Hier wird die enthaltene Feuchtigkeit des Gesteins verdampft und die erforderliche Temperatur des Asphalts erzeugt. Der in der Mischanlage, insbesondere in der Trockentrommel, anfallende Feinstaubanteil, auch Füller genannt, wird mit Hilfe einer Entstaubungsanlage abgetrennt und kann später wieder abgewogen zugesetzt werden. Die vordosierte Gesteinskörnung verlässt die Trockentrommel und gelangt in den Mischturm. Dort erfolgt die genaue Dosierung der warmen Gesteinskörnung, meist nach vorheriger Absiebung in verschiedene Korngrößen. Ist die gewünschte Kornzusammensetzung durch die Waage zusammengestellt, wird das heiße Bitumen in den Mischbehälter eingedüst und ungefähr 15 Sekunden lang mit der Gesteinskörnung vermischt. Anschließend kann das frische Mischgut mit Temperaturen, die meist zwischen 160 Grad Celsius und 180 Grad Celsius liegen, über Verladesilos oder direkt auf die Ladefläche eines LKWs gebracht werden. 15. Bezeichnung von Asphaltmischgut. Die Bezeichnung von Asphaltmischgut erfolgt seit Anfang 2009 nach den Vorgaben der europäischen Asphaltnormen. Dabei steht am Anfang des Namens das Kürzel der zutreffenden europäischen Asphaltnorm, das ist AC Asphaltkonkret, für sämtliches Asphaltmischgut, dessen Kornzusammensetzung näherungsweise nach dem Betonprinzip Polarkurve erfolgt, das sind das Asphalttrackschichtmischgut, das Asphalttragdeckschichtmischgut und der Asphaltbinder sowie der Asphaltbeter für Asphaltdeckschichten.
SMA Stone Mastic Asphalt für Split Mastic Asphalt. MA Mastic Asphalt für Gussasphalt und Paperous Asphalt für offenporigen Asphalt. Gefolgt von der Zahl des Größtkorns der Zusammensetzung. Asphalttragschichten T, Asphalttragdeckschichten TD, Asphaltbinderschichten B oder Asphaltdeckschichten D handelt. Alle Asphaltmischgutarten erhalten weiter eine Kennung, ob es sich um Asphaltmischgut für besondere schwere Beanspruchungen ist Belastungsklassen BK 3,2 bis BK 100. Normale Beanspruchungen N, Belastungsklassen BK 0,3 bis BK 1,8. Leichte Beanspruchungen L handelt. 16. Beispiele. AC32TS ist die Bezeichnung für das Asphaltmischgut für eine Asphalttragschicht für schwere Beanspruchungen. Belastungsklassen BK 3,2 bis BK 100 mit einem Größtkorn von 32 mm. AC8DN kennzeichnet das Asphaltmischgut für eine Asphaltbetondeckschicht mit einem Größtkorn von 8 mm für normale Beanspruchungen Belastungsklassen BK 0,3 bis BK 1,8. SMAFS kennzeichnet das Asphaltmischgut für eine Asphaltdeckschicht aus Splitmastix Asphalt mit einem Größtkorn von 11 mm für schwere Beanspruchungen. Sternchen für weitere Informationen zu allen anderen Asphaltarten folgen Sie bitte diesem Link. 17. Hier ist einige Fotos von der Baustelle. ثانية تراك شيشت هي بيس كورس طبقة ثانية وهذه قنوات تصريف المياه السطحية على جانب الطريق مثل ما قلنا على حسب مستوى الأرض الطبيعية وجنب الطريق اكو أيضا قنوات وهاي المداحل مثل ما تشوفون
هذه المعدة اللي هي بين التريلا والفينيشر السيل ديستريبيوتر، معدة مهمة جدا لتجنب السجريجيشن. على مود ما يسبب تآكل التربة اللي الجانبية أو الشانل اللي دايم شي بيه. انزل.